18, sorry. Boah, schon wieder voll neben der Rolle. Was soll ich denn noch sagen? Donato, der holt sogar auf mich. Der ist immer noch da. Fährt er immer noch? Ja. Der Moss Perez und... Wer war noch? Alter, wie lange fährt Maldonado, bitte? Jetzt weiß ich, wer in die Boxe gegangen ist. Wer denn? Dreimal das Rad. Fette? Nee. Mein Freund. Du, Tier? Ja. Und Tier ist jetzt in die Boxe. Also los, Tier. Was? Warum fahren denn die alle mehrmals jetzt? Der Gutierrez ist jetzt erst das erste Mal. Oh, achso. Maldonado ist auch raus. Also, dritter ist jetzt Massa. Ja. Und die Williams, die haben standardmäßig einen Stopp mehr als alle anderen. Die fahren nämlich immer einen Stopp mehr als alle anderen. Obwohl die total. Obwohl das Reifensponsor-Team ist, glaube ich. Ja. Wisst ihr, welcher ich jetzt bin? Sechster. Fünfter. Na gut. Also, ich glaube, wir könnten sogar eventuell zweimal. Podium. Ja. Wer weiß, wenn die am Ende mach mal hart fahren. Manche. Vielleicht fahren manche Weichweich hart. Obwohl Massa hat einen Stopp mehr. Das weiß ich. Das war Ricciardo. Deswegen steht ja. Und dann vierter. Ja, Massa fährt aber einmal mehr in die Box. Das denke ich nicht. Können wir mit wetten. Wir haben standardmäßig einen Stopp mehr. Ich weiß nicht warum, aber die fahren immer ein Stopp. Das ist ein Schnauer. Also ich habe eine halbe Minute Vorsprung. Bis 2 Sekunden nach Ricardo. Mal sehen, ja. Spionage. Das ist die Anzeige. Also Hamilton fängt jetzt mal an, schon Leute zu überrunden. Ich fahre jetzt auf die lang gerade zu, er ist schon in der zweiten Kurve davon. Krass. Wie hast du den Rückstand? Alter, was ist denn deine beste Zeit? Ich habe eine 1:41.3. 1:41.6. Das ist gut. Bist du alter? Ja. Gut. Viel besser als im Qualifying. Was hast du da für eine Zeit? 42,7. Toll. Eiskalt war so eine besser. Ich bin jetzt richtig im Flow drin, das hat mein Salz auch. Weißt du, ich war jetzt im ersten Sektor immer auf Bestzeit. Ja, ich nicht. Ich bin auf hart. Das heißt, du holst ja auch auf mich auf. Ey, wehe, du holst ja noch den zweiten. Ah. Naja, ich fahre. Ich bin 14 Sekunden. Das ist schon richtig, richtig arg krass. Jetzt kommt gleich meine Mom ins Zimmer. Deswegen entschuldige mich bitte, wenn ich gleich entweder an die Wand fahre oder mich schnell vorbereite. Oder nein. Denn ich vergesse immer wieder die Tür zu machen. Boah, jetzt ist es ein bisschen still geworden bei uns. Ja. Also bei mir läuft ja nicht viel. Ich konzentriere mich. Ja, das tut uns jetzt wirklich leid. Also bei mir passiert nicht viel. Ich kann es kommentieren. Ich will kommentieren. Was soll ich denn hier kommentieren? Ja, jetzt fahre ich hier in die S-Kurve rein. Links. Rechts. Links. Und dann kommt irgendwann mal immer im Hintergrund so ein Geschrei. Badaba, jawoll! Oder Scheiße! Ja. Oh.
Ja. Wir sind ja jetzt schon. Welches. Das, wie viele Rennen ist denn das jetzt hier überhaupt? Genau. Boah, das war mir nicht so schwer. Ich wollte nur wissen, ob wir jetzt bald bei der Hälfte der Saison sind. Also, wir hatten am Anfang Meldung. Danach kam China. Dann in Malaysia. Also, jetzt habe ich jetzt wohl verwechselt. Malaysia. Und dann kam Bahrain. Also, haben wir vier Rennen. Dann haben wir Monaco, dann haben wir Kanada, dann haben wir Spanien, dann haben wir wieder drei, dann haben wir sieben. Salzburg war 8. Das war das 9. Rennen hier. Wenn ich nicht vergessen habe. Was ist deine Bestzeit? 1:43 immer noch. Ich habe letzte Runde 1:41.229. Ja, das ist schon. Ich war bis zum 2. Sektor, war ich auf Bestzeit. Dann habe ich halt gesagt. Und die Radisch, ich bin schon wieder Dritter. LOL! Jetzt bist du am Massa vorbei. Der ist in die Box gefahren. Ich hab ja gesagt, der fährt einfach einmal mehr in die Box. Es kann nicht sein, dass du heute Dritter wirst. Alter, wenn wir zwei auf Podium landen. Ich so. Alter, der Hamilton, der hat schon längst ihn überrundet, ne? Aber ich bin immer noch nicht bei dem überrunden Typen. Ich sehe den da vorne zum Fahren, aber ich komme da nicht hin. So langsam, das ist ein Marussia, das sehe ich von der Seite. Alter, ist schon krass, dass du auf dieser Strecke, wo du mehr als 3 Sekunden im Qualifying zurücklagst. 3? Waren es 3? Ja, jetzt verpisst. Und zwar Ricardo jetzt zwar nah hinter dir, aber. Ja, ich hab mir auch gerade das geholt. Ja, also. Ist der auf hart unterwegs? Ja. Dann wird's am Ende nochmal schönes Weich-Weich-Duell. Ich streng mich ja schon an. Ich brauch eigentlich immer eine Person, die vor mir fährt. Der hat mich ja richtig gezogen. Das Dumme ist, ich bin nicht da, um dich zu ziehen. Ja, ich sehe aber die Zeiten, die bleiben jetzt stabil. Schafft die Insel schon nie. Ich habe im Qualifying eine Insel 30. Also, das ist schon echt krass. So, ich müsste diese Runde. Ja, muss ich sagen, eigentlich was. Das könnte sein, dass ich gut und gerne direkt vor dir rauskomme, um dich noch. Nope. Wieso nicht? 28 Sekunden, okay. 22. Ja, ich habe jetzt mal Trainer geworden. Die Reifen bauen schon hoch langsam ab. Ja, die halten nur 8 Runden. Also 20. Also du könntest jetzt eigentlich auch rein. Die Weichen würden wieder vor 19. rein. Nicht vor 19. Du müsstest nämlich Ricardo auch 19 reinfahren. Ja. Nummer 2 ist, fährt er nämlich hoch. Ich fahre immer noch auf Mager, Alter. Ich hab's doch nimmer bemerkt, dass ich jetzt die ganze Zeit Mager bin. Mager vorne. Achso, ich hab auch so einen schönen Tipp gekriegt. Standard-Drehzahl. Ich hab so einen schönen Tipp gekriegt. Lol, ich bin in die Box reingefahren, hab eine 1:40.9 gefahren. Bestzeit. Ja. Meine Bestzeit. Nee, ich fahr jetzt raus und nö, die absolute Bestzeit. Nee, die absolute ist bei einer 1:39 oder so. So nah war ich dran an dem Scheißding. Der erste Sektor ist nicht der KI-Sektor. Ich war auch im zweiten Läufer. Boah, fucking. Ricardo ist vorbei. Neu. Neu. Du bist ein bisschen spät in die Box. Hä? Nichts, ist alles in Ordnung. Ich hab am Ende die frischeren Reifen. Ja, wenn du es jetzt schaffst. Der wird sowieso nach der Boxenstopp. Nach dem Boxenstopp von den anderen. Auf wieder. Genau, am Reifen aufzubauen. Punkte sind vielleicht drin heute. Punkte? Also, 2 minus.
Jetzt wünsche ich mir 2 Punkte auf immer nach dem Rennverlauf. Warum? Weil ich es kann. Warum 2? Das wäre der 9. Platz und von 18 auf 19 durch ein 9. Überholmanöver. Alter, du bist gerade Dritter, da kannst du dich jetzt nur auf Platz 9 wünschen. Mindestens nach dem Boxenstopp, Junge. So. Ach. Musst du mal gucken, ich bin jetzt nach Position 2 nach dem Boxenstopp. Ich bin. Ich bin 8 bis 9. Also, was? War nix. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's. Den Vorderball scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Jetzt sind 16 Sekunden weg. Geber jetzt. Also du bist 14 Sekunden. Kurve nicht erwischt. Reifen dreckig. Du bist in der Box. 1-2 ist dabei. Ja, ich sehe es. Das ist Perez. Und Ricciardo. Was? Nee. Was? Ricciardo 15 Sekunden. Doch, der kommt jetzt. Ich glaube, vorbei. Ich bin hinter Alonso. Das läuft ja falsch bei mir. Hast du ein bisschen Benzin angespart? Nö. Oh, ich sehe die Pfeife schon. Hast du was dich zieht? Dein Hintermann ist auf Rampenreifen unterwegs. Maldonado fährt jetzt auf Rampen. Maldonado hat es auch ganz schön clever gemacht, Alter. Er hat einfach nicht rangehangen und hat noch mit mal ein paar überholt. Anscheinend. Oh, das wird aber ganz schwer auf Alonso. Alonso, der muss nochmal rein. Ach. Niemals war der so nah hinter dir. Der war so nah hinter mir, ja. Knapp, also. Guck mal, ich sollte 7. 8. 9. rauskommen, also die Leute kommen 7. Massa ist jetzt noch draußen. Also Massa ist 4. Ich bin 7. Das ist weiter Weg bis dahin. Nicht wenn er in die Box fährt, genau wie Perez. Wie fahren wir an die Box, wenn wir jetzt zurückkommen? Point of no return. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. In dieser Saison, ja. Nee. Nee. Der ist gekommen, wo ich reingefahren bin, war der Point of No Return. Find ich. Ja, also jetzt, die letzten 4-5 Runden, dann war ich nochmal zurück. Was ist hier goddammit los? Ich kann mir sowieso nochmal anpassen. Du kannst sogar durch die Box ins Ziel fahren. Du kannst sogar, wenn du schlau bist, wenn du direkt hinter dem bist, kannst du die in der letzten. Nein! Du bist dann. Nein! Die Zieleinfahrt ist auf gleicher Höhe. Ich würde mal weiter hinten bleiben. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich hab gesehen, wo die. Ich hab gesehen, wo die Zeit genommen wird. Aber warum überholen die dich dann kurz in der. Das geht gar nicht. Du fährst in die Box ja, rein. Kurz, die müssen kurz schon haben. Ja, vor Ziel einfach überholen die mich. Und das siehst du noch. Das siehst du dann in der nächsten. Du bist Rostock kurz vor der zweiten Zeitnahme. Nicht Platz 7. Das kann gar nicht sein. Der Marussia gerade vor mir ist in die Box gefahren. Schreib mal das nicht ab, dass die vielleicht mir nochmal in die Box fahren. Bist du dran an denen? Nö. 5 Sekunden auf dem Boden. Aber. So, hinter dir und vor dir das. No? Endlich mal ein ruhiges Rennen. 22 Runden Stress gehabt und jetzt das. Na, ja, endlich Ruhe. Gut, ich hau ein bisschen ins 3-Fahrt schon mit raus. Ja, ich jetzt. Mein Niveau.
Aber guck mal, so viel Platz hatte ich noch nie. Ich bin auf der langen Geraden gewesen, also in der ersten DRS-Zone. Jetzt fahre ich dort in die Kurve, jetzt kannst du mal gucken. Boah. Platz hatte ich noch nie. Ich bin zum ersten Mal im zweiten Sektor auf Bestzeit groß. Aha, das wollte ich jetzt nochmal. Das ist doch fett. Nee. Gut, ich könnte ohne auf fett fahren. Boah, hab zwar meine Zeit jetzt hier verbessert, aber ne. Naja. Oh! Was ist los? Jetzt kommt er ran, jetzt kommt er ran. Also 4 Sekunden sind alle so dadurch weg. Also 4 Sekunden verloren. Ey, Massa ist jetzt Dritter. Da ist irgendwas. Sein, dass Massa jetzt auf 3 ist. Massa ist auf 3. Dann soll er auf 4 sein. Weil Perez auf 3 war. Ja, Perez nutzt sich vielleicht nur die Box. Dann müsstest du ihn überholt haben. Nö. Ist der ja den. Alle so weit weg. Ich sehe vor mir, sehe ich nicht mehr, aber hinter mir kommen sie wieder. Bist du gerade in diese komischen Kurven gewesen? Ja, komm ich jetzt rein. Hm? Ist jetzt auch die große Minimap an? Nö. Die Strecke ist bloß manchmal so eng, dass man das sieht, die anderen Kurven. Ja, ja. Bottas ist hinter mir, macht die 8. Der hat noch welche Reifen. Oh, Scheiße. Also ist Platz 7, ist das auch die letzte Ausgabe. Platz 2 ist das, was ich am Optimum rausholen muss. Naja, durch mich, sonst. Anderes Konzerne durch mich bist du. Wollt das fliegt mir entgegen. Weil fährst du etwa rückwärts? Nö. Das nur nö, aber. Bist du jetzt gleich Schikane? Ich bin jetzt Schikane. Ah. Naja, Bottas ist da schon ein Stückchen, also die drei Runden. Nee, guck mal hinter mir. Nein, du ziehst da weg. Jetzt ist das Ziel. Ja, der ist schon ein Stückchen. Das sind 2 Sekunden. Glatt. Das schaffst du mit. Das war vor 2 Runden, waren das noch 4 Runden. Na und? Ich hoffe, du hast Optimalwitze. Doch. Ich würde sie euch schon schnell ändern. Massa wird Dritter, geil. Ach, meine Nase. Zum Glück war ich keine Nase. Rundungsvorgang machen müssen, weil. Aber Überholvorgang müsst ihr bloß. Ich hab komplett fast hergestellt. Ja, jetzt kommt er langsam. Langsam, der ist schon. Also so eng wie es mit den anderen da war. Ach komm, das war dann nicht, das war alles geteilt. Aber das ist ja lieber geplant, das andere war ja alles geplant am Start. Aha. Ich meine, das war alles viel Glück. Halbe Minute vor mir nix, halbe Minute hinter mir nix. Und das muss Kobayashi sein. Liegt da eine gelbe Flagge? Eine blaue Flagge? Nein. Der fährt neben der Strecke extra wegen mir, danke. Ricardo ist jetzt Dritter. Oh, das ist alles so weit weg. Die streiten sich da von oben die Plätze. Und jetzt ist Bottas da. Vielleicht hast du Glück und Hamilton überrundet euch noch. Du musst dann nur diese Runde. Das wird nicht geschehen, da wird er schnell. Der ist jetzt im letzten Sektor. Ja. Das schafft von mir uns einzuholen.
Denke ich. Zum Glück sind die Geraden viel zu kurz. Ich wette, es ist Bianchi. Du hast schon Schilden geholt. Na, der war bestimmt. Ja, beim Überrundungsvorgang war, ist er in die Box gefahren. Oh, hat er gleich Angst gehabt. Hoffentlich ist es Bianchi. Weil Bianchi ist besser als Chilton. Das ist sowieso. Boah, ein Ferrari mit dem Programm. Das ist Bianchi. Bianchi ist auf Platz 20. Ja, Bianchi hat ja wohl die einzigen Punkte für Borussia geholt. In der Saison? Ich weiß nicht, ob diese Saison oder letzte. Jedenfalls haben wir Bianchi. Na, da waren es die mit und nur wenige. Siebter Platz in Monaco. Wir haben die das hingekriegt. Tja, Monaco. Da brauchst du mir viel Speed. 0,2 Sekunden. Och, jetzt bin ich ja fast wie am Start. Ja, komm, das schaffst du. Ich fühle mich ja wie Bianchi in Monaco. Ach, hat er da auch alle aufgehalten? Na, nee. Ich denke mal, die hinteren vorne schon in Monaco. Oder vor dem, wobei du da ja gar nicht vorgekommen bist. Also die Boxen stoppst du, die vielen. Ist auch vorgekommen. Auch 0,15 Sekunden. Scheiße, scheiße, scheiße. Knapp mit hier am Siegen. Ach, kannst du mir ja zugucken. Mach ich gleich, ich bin am Ende. Aber ich will dir auch keinen Stress machen, oder? Ach, was denn? Ist das Rennen schon so gechillt gelohnt? Ah, ich hab eine geile Strategie da durch den. Ich bin das gar nicht. Perez ist jetzt 6er. Scheiße. Lol, der ist durchgereicht worden. Er fällt auf allen Reifen. Ich schätze mal Endstopp-Strategie. Sowas mit dem Uhrgang. Das ist Eriksson. Eriksson Platz 19. Jetzt musst du zugucken. Im Ziel. Oder nicht? Nee. Ich fahre jetzt aus der Station. So. Cardo, Massa, Alonso, Massa. Was? Feines Tuning, Trophäe verdient. Da bist du. Nach! Das sind ja nur. Lol, dahinter, das ist Rosberg auf Platz 9. Ja. Habe ich gut gemacht. Pass auf! Hast du Angst? Wie fährst du in die Kurve? Schaffst das? Ich mach mich so breit, ich kann. Super, jawohl! Sehr gut! GG, Mann! Platz 9! Yes, man! Hallo! Gute Leistung! Du müsstest jetzt Erster sein. Ja, jawohl! Ah, scheiße! Ich Punkt besser! Ich hab's so darauf gehalten! Hätte Hülkenberg ihn noch überholt. Hab ich das nicht heute mal super gemacht? Ja, ein Punkt da, zurück. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. So. Das hat er gut gemacht. Ey, wir müssen sogar auf... Warte. Scheiße! Wir haben genau... Oh, fucking! Wir haben Minus. Wir haben drei Punkte. Minus 3 Punkte plus Miese gemacht. Ey, das ist gut. Aber auf Red Bull haben wir wieder gut gemacht. Nee, das haben wir nicht. Ah, wir haben 18 plus 6. Warte mal, wo ist denn der? Oh fuck, hier ist das Rennergebnis. 24, wo ist überhaupt Vettel? Vettel ist 15. Aber guck mal, Sutil, Vettel und Rosberg, die haben sich, glaube ich, sind sich, glaube ich, in die Quere gekommen. Ja, Kimi Räikkönen auch noch 14. Jawohl, alle die mich gejagt haben, sind weit hinter mir. Außer, ja, die anderen, außer Ricciardo. Die anderen sind chillig millig an dir vorbei. Ja, in der Box. Also wir haben doch... Guck mal, was die für Zeiten fahren. Und was ich gewinne. Also schlecht bin ich gar nicht gefahren. Nö. Mit der Zeit, aber guck mal, hinter mir die schnellere Zeit gefahren. Ja, drei Leute. Die meisten vor mir die schnellere Zeit gefahren, aber Sergio Perez ist genauso schnell wie ich. Ja. Gut. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ahoi. Das war's.